Herzlich willkommen alle Tracker-Fans, VR-Chat-Tänzer und Freunde der VR. Ich bin Soshiro und heute geht es nochmal um die Pico-Tracker aus der Beta-Phase für Blitz Rhythm. Und zwar hatte ich ja schon ein Video gemacht, wo ich gezeigt habe, wie das Ganze mit Dance Dash geht. Und genauso funktioniert es eigentlich auch mit VR-Chat. Also das heißt, wir können auch unser Tracking im VR-Chat reinbekommen. Und wie das genau funktioniert, das zeige ich euch nochmal auf meinem PC und dann auf der Brille. Alles klar, bis gleich. Ja, herzlich willkommen auf meiner Brille. Also ich zeige euch nochmal gerade schnell, wie ihr mit den Beta-Motion-Trackern von der Pico aus dem Blitz Rhythm Beta-Test die ganzen Sachen aktiviert und wie ihr sie dann auch in VR-Chat benutzen könnt. Also, als allererstes braucht ihr natürlich die entsprechende App, Pico Fitness Tracker App 1.3.3. Da haben wir den Link, wenn ihr sie downloadet, einfach auf Öffnen klicken und schon wird sie installiert. Mehr ist nicht zu machen. So, dann als nächstes braucht ihr natürlich Pico Connect, aktuelle Version könnt ihr da nehmen. Und es muss natürlich auch Pico Connect auf eurem PC installiert sein. Und hier gibt es jetzt einen Unterschied zu meinem vorigen Video, was ich gemacht habe, weil da habe ich das Ganze mit Dance Dash gemacht. Und da habe ich euch gesagt, wenn ihr diesen Schieberegler haben wollt, auf der Windows-Version, für das Body-Tracking zu aktivieren, dann müsst ihr die 1.15 benutzen oder 10.0.15 was. Ja, das ist auch so. Wollt ihr diesen Schieberegler, müsst ihr sie benutzen. Aber wir brauchen ja theoretisch keinen Schieberegler. Deswegen gucken wir uns das Ganze mal an, was wir dann machen müssen, wenn wir diesen Schieberegler nicht haben. Ich habe hier die Pico Connect schon auf in der aktuellen Version, also 10.024 Beta. Das ist die, die man offiziell von Pico herunterladen kann. Und bin jetzt schon auf Lab gegangen und wir sehen, wir haben diese Funktion mit dem Körpertracking nicht mehr da. Das ist weg. So, aber kein Problem. Das könnt ihr einstellen. Und zwar, wenn ihr dafür geht, auf eurem, ich klicke das mal hier und hol das mal näher ran. So. So, also einmal müsst ihr dafür auf User, dann euren Benutzernamen, App Data, Roaming, Pico Connect. So, ich hüpfe jetzt gerade einmal mal zurück. Vollbild gemacht. Wollte ich nicht. So, ich hüpfe jetzt einmal gerade mal in meinen User einfach rein, also C, Benutzer und dann euren User. Da gibt es den Ordner App Data. Falls ihr den nicht seht, App Data ist eigentlich ein Ordner, der ist nämlich ausgeblendet. Geht ihr einfach auf Ansicht und sagt dort ausgeblendete Dateien und Ordner und Laufwerke anzeigen. Dort setzt ihr den Haken, standardmäßig sitzt der oben. Wenn ihr das dann macht, wird auch App Data angezeigt. Dann geht ihr in App Data rein unter Roaming. Und dort habt ihr dann den Ordner Pico Connect. So, und wenn ihr da ganz nach unten scrollt, da habt ihr die Settings. Das ist eine JSON-Datei und JSON-Dateien kann man einfach mit dem Texteditor öffnen. Habe ich hier unten schon mal gemacht. Da ist sie, das steht dann da drin. Also, da sehen wir dann jetzt den Punkt Lab, also da, wo wir eben waren. Und da gibt es dann das Body Tracking. Und das könnt ihr einfach dann auf True setzen. Und wenn das dann gemacht ist, dann funktioniert auch das Body Tracking. Ja, danach müsst ihr eigentlich nur noch SteamVR starten. So. Und dann habt ihr schon hier unten eure Füße. So, und jetzt kommt's aber, falls ihr danach nicht eure Füße sehen solltet, dann liegt das einfach daran, weil noch keine Kalibrierung stattgefunden hat. Ich habe schon kalibriert, deswegen sind meine Füße schon da. Also, wie würde das aussehen? Ihr würdet SteamVR starten, würdet dann kurz nochmal auf eure Pico wechseln und dann nicht verlassen und zurück zum Fenster, sondern ihr könnt einfach dann auf die Motion Tracker App gehen. Dort habt ihr dann den Button Kalibrierung. Vorher stand da zu Blitz Rhythm gehen. Drückt ihr auf Kalibrierung, drückt Start. So. So, und schon kalibriert. Dann geht nochmal das Vorschaufenster auf. Jo, hab kalibriert. So, jetzt starten. So. Dann kann das wieder weg. Wir wechseln wieder zu unserem SteamVR. So, und dann, wenn ihr dann an euch runter guckt, dann habt ihr auf jeden Fall
das Skelett von euren Fußträgern da. Also wie gesagt, sollte das fehlen, einfach da kurz zurückhüpfen. Und dann starten wir einmal VR-Chat. Weil auch im VR-Chat kann man einiges machen mit der Kalibrierung noch oder Einstellung, Feineinstellung. Es kommt natürlich auf den Avatar an, den man hat. Aber wenn man jetzt 0815 Avatar hat, ist da gar nicht viel zu machen. So, wir laden, wir melden uns an, wir initialisieren die Welt. Dumm-di-dumm-di-dumm. So, da sind wir. So, das ist jetzt hier mein Avatar und ich bewege gerade mal die Füße und ihr seht, es passiert nichts. Erschreckend. Ich laufe jetzt hier rum und meine Füße bleiben, bewegen sich nicht, aber mein Umhang fehlt. Das ist mir noch nie aufgefallen. So, jetzt wollen wir aber natürlich, dass die Füße sich bewegen, also gehen wir kurz ins Menü. Dort haben wir Calibrate. Da sagen wir ja jetzt. Jetzt sehen wir wieder unsere einzelnen Dinger. Stellen uns aufrecht. Halten die Controller so. Wunderbar. Und jetzt Magic. Ich kann meine Füße heben. Ja, funktioniert alles wunderbar. Also das heißt, so einfach funktioniert das, dass ihr mit eurem Avatar in VR-Chat eure Füße tracken könnt und dann dementsprechend auch tanzen und so weiter und so fort. Was man alles so im VR-Chat mit Fußbewegungen dann halt machen kann. Ja, ihr habt gesehen, relativ einfach, nicht schwer, nicht kompliziert. Und das sollte es jetzt schon gewesen sein. Kommen wir noch gerade zum Fazit. Ciao, ciao. Wie lautet das Fazit? Es geht super und super einfach. Ja, also ihr habt gesehen, auf dem PC sind es wenige Einstellungen, die man nur treffen muss. Und schon funktioniert das Ganze. Man kalibriert das vorher in seiner Steam-Umgebung und wenn man das dann getan hat, dann kann man direkt in VR-Chat losstarten und die Füße werden getrackt. Also für alle Beta-Tester von Blitzwitten, die noch die Motion-Tracker bei sich umliegen haben, eine super Sache, wenn ihr in VR-Chat tanzen wollt. Zum Beispiel. Ja, in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Schauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Über jedes Abo freue ich mich. Und jedes Kommentar wird beantwortet. Also in diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.